Ja, ich bin bereit. Hey, ich sitze heute mit Nikolai hier und er hat sich bereit erklärt, auch bei meiner Rubrik 5 Fragen an mitzumachen. Und ja, erstmal danke, dass du das machst. Und magst du vielleicht erstmal so ein paar Sachen über dich sagen, wie du. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, was du so machst und für die, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, also erstmal ein Dank an Kathi, dass sie mich hier reinstürzt. dass ich die Ehre habe, mit ihr das Interview jetzt aufnehmen zu dürfen hier. Wir sind gerade auf Koh Phangan. Wir jetzt noch 2 Tage, also Ramona und ich. Kathi hat noch ein paar Tage. Ja. Genau. Und wir sind jetzt schon länger hier und das Interview stand jetzt schon länger an. Und irgendwie, ja, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ja, ich heiße Nikolai. Bin 25 Jahre alt, hab ganz normal Maschinenbau studiert, aber gemerkt, dass es nicht meins ist. Und ja, jetzt bin ich seit einem halben Jahr mit Ramona auf Asienreise. Und nicht nur auf Asienreise, würde ich sagen. Ja, und nicht nur auf Asienreise. Klar, das ist natürlich auch eine Reise zu einem selbst. Genau, das ist eigentlich eine gute Einleitung für die erste Frage. Und zwar lautet die, wodurch bist du so auf den bewussten Weg gekommen? Also wie kam so, Interesse, einfach bewusster unterwegs zu sein? Ja, also das, wie hat das angefangen? Das war die, ich bin als schmerzhaften oder so Tritt in den Arsch. Also es war eben gesundheitlicher Natur, mir ging es dann einfach nicht gut. Und wenn es einem wirklich beschissen geht und man eigentlich nur den ganzen Tag im Bett liegen will und mit niemandem was zu tun haben und alle machen Party und man selber liegt irgendwie im Bett und denkt, Mann, das geht jetzt aber nicht, oder? Ja, stellt man sich natürlich die Fragen. So, was mache ich hier? Was? Warum bin ich jetzt hier? Oder, oder auch, wer bin ich? Oder, man stellt ihm die Fragen, so, die man eigentlich auch so am Ende vom Leben stellt oder so. Was kommt nach dem Tod? Was will ich erreichen im Leben? Genau, also es war aus heutiger Sicht war es so eine Quecksilbervergiftung, die dann so ein bisschen chronisch wurde und die eben von allen Ärzten nicht erkannt wurde. Genau, und da bin ich heute sehr dankbar, dass die mich hier an den wunderschönen Ort jetzt gebracht hat. Und uns zusammengeführt hat. Genau, ja. Wir haben uns nämlich auch erst vor kurzem hier auf Koh Phangan kennengelernt. Durch Tobias von Rawletics, der halt mit Ramona befreundet ist. Und dadurch haben wir beide uns auch kennengelernt. Genau. Wir haben schon 3 Tage zusammen geschwiegen, im Dschungel zusammengelebt. Genau. Ja. Ja, die zweite Frage lautet, kannst du 3 Dinge verraten, die dir Kraft schenken, die dir Kraft geben? So. 3 Dinge, die mir Kraft geben? Also Punkt 1 ist Atmen. Atemmeditation. Also die Atemmeditation, wo ich gerade jetzt zur Zeit so praktiziere, sehr einfach. Kannst auch mal mitmachen. Ja. Das ist immer, wenn man Zeit hat, tut man einfach einatmen mit dem Bauch, also tief in den Bauch rein.
und dann halten. Und da hält man nicht so, bis man gar nicht mehr kann, sondern so 70%. Also ich zähle dann immer so auf 10 oder 12. Und dann? Durch die Nase ausatmen. Alles raus. Alles raus. Und dann den Bauch so reinziehen. Dann halten wieder. Und dann eben wieder Bauch raus, also genau. Wieder von vorne sozusagen. Ja. Und inwiefern gibt dir das Kraft? Was macht das mit dir? Da habe ich irgendwie gefunden, das zentriert mich. Ich hatte die neulich mal überlegt, du hattest mir die ja schon mal gezeigt, wie das ging, weil du ja auch gesagt hast, dass das zum Beispiel auch super gut den Bauch und die Därme massiert, ne? Die Verdauung anregt. Ja. Ja, das war das Erste. Was hast du noch? Sachen, die mir Kraft geben. Ja. Ich würde sagen, Berührungen, Körperkontakt mit anderen Menschen. Oder einfach auch sich mit anderen Menschen zum Unterhalten. Also auch das, was wir jetzt gerade machen, das Interview. Ja, also sprich irgendjemand was Gutes tun, jetzt eine Massage geben oder so. Da bin ich immer erstaunt, wie mir selber das Kraft gibt. Mhm. Auch wenn ich vielleicht halt gerade eher gib, aber es gibt mir auch Kraft. Mhm. Ja. Genau. Drei Dinge, die mir Kraft geben. Das waren jetzt drei. Ah, okay. Also atmen, hast du gesagt? Ja. Mit anderen sprechen und genau. Berührung. Genau. Ja, mhm. Ja, das habe ich auch schon gemerkt bei den. Ich habe ja auch viel massiert, so dass ich eine Zeit hatte, wo ich mich dann ausgelaugt gefühlt habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so in dem Moment, wo ich gebe, nehme ich ja auch. Ja. Und so. Und das zu kapieren, das ist echt eine große Bereicherung. So, ne? Das zu merken, dass einem das selber auch Kraft gibt. Ja. Die dritte Frage, jetzt wird es ganz pathetisch. Was ist dir im Leben wichtig? Was ist dir im Leben wichtig? Ja. Was mir im Leben wichtig ist. Ich darf es gerne auch ein bisschen länger überlegen. Okay. Ich glaube, mir ist wichtig, meinen eigenen Weg zu gehen. So dass ich hinter meinem Leben stehen kann. Okay. Ja. Also so, dass ich auch da dahinter stehen kann, was ich tue. Und was ist so, ich habe Maschinenbau studiert. Und da war es eben irgendwie, ja, viele Branchen im Maschinenbau, ja, kann ich jetzt nicht so dahinter stehen. Ja. Deswegen bist du ja dann auch einen neuen Weg gegangen. Ne? Genau. Ja. Ja. Die vierte Frage ist, ob du für die Menschen, die das jetzt sehen, einen Tipp hast für ein zufriedenes Leben. Ja, sich zum Fragen, bin ich glücklich? Also im Moment, jetzt. Bin ich glücklich und zufrieden, jetzt gerade? Also, das ist so eine Frage, wenn ich mich dabei erwische, ob es mir gerade schlecht, oder wenn ich denke, dass es mir schlecht geht und ich mich irgendwie gerade so eher schlecht fühle, stelle ich mir dann die Frage und überlege so, eigentlich, ja, eigentlich bin ich jetzt gerade zufrieden. Also sie, und dann wieder in den Zustand vom Jetzt zu kommen. Mhm. Okay.
Was machst du denn, wenn auf die Frage irgendwie, bist du gerade glücklich, Nein kommt, oder? Dann würde ich mich vielleicht fragen, warum bin ich gerade nicht glücklich? Und da kommt dir dann auch irgendeine Antwort. Mhm. Und auf die Antwort dann eben auch wieder, was lässt sich da tun, oder? Mhm. Ja. Ich habe auch gerade bei... Ja, du hast auch was zu sagen. Der Vogel. Ich habe auch gerade bei Tietz Nathan gelesen, das fand ich sehr spannend, oder in dem Vortrag gehört, dass er halt sagt, jeder Moment bietet die Chance, irgendwie glücklich zu sein. So, ne? Ja. Das ist halt, das nur zu sehen oder den dazu zu machen. So, das ist das, was wir halt so tun können. Ne? Ja. Ja. Und als letztes noch die Frage, ob es ein Herzensanliegen gibt, was du gerne weitergeben möchtest. Was dir so am Herzen liegt, was die Welt wissen soll oder was. Ich glaube, da ist, dass es dass wir alle eins sind. Also mag sich jetzt vielleicht komisch anhören, aber letztendlich sind wir alle Menschen komplett miteinander verbunden. Und ich sag mal so, bevor ich mich mit so beschäftigt habe, vor 6 Jahren, was irgendwie Leben heißt und so, habe ich gedacht, dass ich getrennt von allem bin. Mhm. Also, habe mich von allen Menschen, von allen Tieren, Pflanzen irgendwie abgeschnitten gefühlt, oder dass ich jetzt nicht direkt mit denen verbunden bin. Und in der Zeit habe ich einfach immer mehr gemerkt, wie wir wirklich alle eins sind. Wie bist du da drauf gekommen? Also wodurch kam diese Veränderung von ich habe mich getrennt gefühlt und jetzt fühlst du dich mit allem eins? Also was ist da irgendwie passiert? Kannst du da vielleicht so ein paar Schritte sichtbar machen, oder? Also es ist nicht so, dass ich mich immer komplett mit allem verbunden und krass eins fühle. Das ist was irgendwie schon ein Prozess ist und wo da wächst. Es gab ein Buch in meinem Leben, wo mich da aus einem sehr tiefen Punkt abgeholt hat. Mhm. Das ist einmal Gespräche mit Gott. Mhm. Das habe ich auf YouTube entdeckt als Hörbuch. Band 1. Und das habe ich, das hat mich so gefesselt und so fasziniert. Und und umso weiter ich da bin und umso mehr ich irgendwie dann auch Filme gesehen habe wie I Am, ich glaube so heißt es, I Am oder What the Bleep Do You Know, wo eben auch auf von physikalischer und Sichtweise das Ganze gesagt wird. Und das ist einfach letztendlich im tiefsten Grund sind wir alle eins. Und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr kann das so langsam auch meine linke Gehirnhälfte immer mehr verstehen. Aber die braucht schon noch ein bisschen. Also das. Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr heilsam, sich so
mit allem verbunden zu fühlen oder zu versuchen, ja. Rauszufinden, okay, warum bin ich denn jetzt hier eins mit diesem Sand? Wie kommt das? Vielleicht, ja. weil ich auch Silicea in mir habe wie dieser Sand und ja. dass wir dadurch zum Beispiel ähnlich schwingen. Oder warum bin ich mit der Luft eins? Weil ich sie in mich aufnehme und auch atme oder so mhm. Sachen. Ne? Und das versuche übe ich auch gerade so, mir das immer wieder so bewusst zu machen, weil ich zum Beispiel auch ein Mensch bin, ich habe Angst vorm Alleinsein oder vor diesem Getrenntsein. So, ne? Ja. Und da hilft mir das dann, diese Verbundenheit zu spüren. Und ich glaube, wenn wir das immer spüren oder immer häufiger spüren, dann würde die Welt ganz anders aussehen, ne? Wenn das mehr Menschen so spüren und so sehen könnten. Schöne Botschaft. Danke dir sehr. Möchtest du noch auf, oder? 18 Minuten. Kleiner Check. Möchtest du noch was Abschließendes irgendwie sagen, oder? Also ich habe mich ja echt gedrückt vor dem Interview jetzt. Du hast es überlebt, Nikolai. Und wollte eigentlich auch erst so morgen das Interview machen. Als abschließende Botschaft, ja, einfach Sachen tun, vor denen man vielleicht Angst davor hat. Egal was, am Ende ist immer, es lohnt sich. Ja? Ja, es hat sich jetzt gelohnt. Warum? Weil ich mich gerade wieder so drück vor YouTube-Videos und ich eigentlich, ja, ich habe so eine Liste gemacht, über was ich alles Videos machen mag. Mhm. Ja. Und immer wenn ich das in Angriff genommen habe und da wieder reingehe, fühlt sich das so gut an. Ja. Ja, danke, dass. Also ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du die Angst überwunden hast und wir das Gespräch jetzt geführt haben. Weil ich finde es, ich habe ja jetzt schon mehrere gemacht und ich finde es wirklich immer wieder spannend, einfach so die einzelnen Geschichten zu hören und finde das wirklich total großartige Geschenke. Also guckt euch auch die anderen Videos an und ich habe auch wieder wirklich viele Perlen von dir erhalten, so viele Anstöße, Erinnerungen und so. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Ja, also ich will natürlich Kathi Danke sagen. Es ist immer gut, wenn man solche Fragen gestellt wird, weil die einen natürlich zum Nachdenken oder zum Denken anregen. Mhm. Und es sind schon wichtige Fragen. Also ich kann jeden ermutigen, mal die Fragen auch selber, also nur für sich zu beantworten, einfach mal die 5 Fragen niederschreiben. Ja. Ich glaube, das ist schon sehr heilsam. Ja. Ja. Gut. Genau. Ja, dann bist du jetzt befreit, leichter und... Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Ja. Genau, Nikolais Kanal verlinke ich unten. Und alles, alles Liebe für dich. Ja. Ciao. Sollen wir den da das mir auch noch zeigen? Einmal das Meer zeigen. Wir sitzen nämlich gerade am Strand. Jetzt dürft ihr auch noch mal das Meer sehen. Ciao.